ich glaube, als guter Politiker ist es nicht nur wichtig, sich selbst zu kennen, sondern auch immer ein Stück weit den politischen Gegner. Von daher kann ich mir in etwa ausmalen, was Sie mir gleich wieder entgegnen werden. Von daher stelle ich das als allererstes schon mal vorweg. Ohne die vielen qualitativ hochwertigen, auch ausländischen Ärzte ist die medizinische Versorgung in Deutschland schon lange nicht mehr gewährleistet. Ich glaube, das kann man so schreiben. Und trotzdem versuche ich Ihnen jetzt darzulegen, parteiübergreifend, warum das, was ich Ihnen im Antrag dargelegt habe, vielleicht doch einen Sinn macht. Denn am eindrücklichsten ist mir aus meinem Medizinstudium vor allen Dingen eins in Erinnerung geblieben. Egal in welcher Fachabteilung ich war, egal in welcher Klinik, egal bei welchem Arzt, alle betonten immer eins. Das Allerwichtigste ist die Anamnese, das ärztliche Gespräch. Alle betonten, dass wir mit dem Patienten reden sollten, auch wenn das nicht immer bezahlt wird. Aber wir sollten dem Patienten zuhören, die richtigen Fragen stellen, auf die Zwischentöne achten, auf das, was der Patient formuliert und was er eben nicht sagt, was er vielleicht mit seinem Gesicht ausdrückt. Wir sollten den Patienten reden lassen und ihm zuhören. Und noch relativ oft sind mir diese Worte durch den Kopf gegangen, später in meiner eigenen klinischen Tätigkeit, aber vor allen Dingen auch in der Zeit, als ich ein Praktikum in Irland gemacht habe und selber versuchte, mit dem Schulenglisch, was ich bis dahin erlangt hatte, diesen breiten irischen Akzent zu verstehen und mich dort irgendwie zurechtzufinden. Und dieses Schulenglisch entspricht dem europäischen Referenzrahmen, wenn man das Abitur dann abgeschlossen hat, von in etwa diesem Level B2 eben das, was wir von ausländischen Ärzten verlangen. Und es ist eine recht ähnliche Situation, wenn ich mir vorstelle, ich war jetzt in Irland und dort spricht man ein sehr spezielles Englisch und da war ich sehr oft damit beschäftigt, überhaupt zu verstehen, was sagt man mir da? Und im zweiten Schritt erst habe ich über die Sprache hinaus mir überlegt, was möchte der Patient mir eigentlich sagen? Und so eine ähnliche Situation treffen ja auch viele ausländische Ärzte hier vor. Wenn dann bei uns am Niederrhein platt gekallt wird, dann ist es für den einen oder anderen bestimmt auch schwierig, über die Sprachkenntnisse aus der Sprachschule hinaus überhaupt zu verstehen, um was es da im Einzelnen geht. Und ich war damals in der inneren Medizin. Stelle ich mir jetzt vor, ich sei in der Psychiatrie gewesen. Ich hätte wahrscheinlich nichts mitbekommen und ich wäre vollkommen aufgeschmissen gewesen. Denn der europäische Referenzrahmen für B2 heißt, kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen, wird aber Sprachfeinheiten und angedeutete Inhalte im Gespräch nicht verstehen. Das kann ich zumindest für meinen Teil so bestätigen. Und ich denke, dass es vielen ausländischen Ärzten, die zu uns kommen, ähnlich gehen wird. Und so konstatieren Patientenschützer seit längerem, mangelnde Deutschkenntnisse von ausländischen Ärzten führen häufig zu Behandlungsfehlern. Eugen Briesch zum Beispiel, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, schätzt, dass 20% aller ärztlichen Behandlungsfehler auf Verständigungsschwierigkeiten zwischen Patienten und ausländischen Ärzten mit Deutschproblemen gründen. Bei einer Dunkelziffer von 170.000 Behandlungsfehlern pro Jahr wären das bis zu 34.000 Fälle, die auf diese Problemstellung zurückzuführen sind. Marburger Bund, Patientenschützer und zuletzt auch der Deutsche Ärztetag, der 121. in Erfurt, fordern deswegen die Politik nicht umsonst seit längerer Zeit zum entschlossenen Handeln auf. Und zwar nachvollziehbar zu exakt den Schritten, die wir Ihnen hier alle anbieten. Dr. Klaus Reinhardt, Vizepräsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, formulierte es auf dem Ärztetag sehr klar. Wir dürfen nicht in politischer Korrektheit ersticken, der Patientenschutz müsse an erster Stelle stehen. Und so ist es. Niemand soll diskriminiert werden und die flächendeckende Versorgung ist eben längst nicht mehr ohne unsere ausländischen Kollegen gesichert. Aber wir dürfen bei der Patientensicherheit deswegen kein Auge zudrücken. Wir müssen bestehende Lücken schließen, nicht zuletzt auch deswegen, um gerade den Ruf der teilweise exzellenten ausländischen Mediziner zu retten. Vielen Dank.